das Potenzial der menschlichen Stimme. Haben ganz viele Menschen vergessen, inklusive ich. Mich hat die Arbeit wiedergefunden, als ich ungefähr 20 Jahre alt war. Und seit da erforsche ich die Arbeit wieder neu. Ich forsche, was mit der Stimme alles möglich ist. Wie ich die Stimme im Körper nutzen kann, als ein Werkzeug, das mir wohltut, das mich im Wachwerden unterstützt. Ich forsche auch, wie mich die Stimme unterstützt, in die Stille zu kommen. Wir bewegen uns ganz in die Stille, oft mit einem Bordunton, summen den, hören dem zu, bis kein Gedanke mehr hier ist, außer diese eine Ton. Und irgendwann gibt es den Moment, wo Musik hörbar wird oder wo Musik durch uns durchkommt, von wo auch immer, dem sage ich die Improvisation aus der Stimme. Und diesen Moment aufzunehmen, das sind manchmal Stunden, da gibt es immer wieder ganz dichte Momente. Den sage ich die goldigen Momente oder die goldigen Melodien, die schneide ich raus und aus denen erarbeite ich ganze Stücke. Oder das sind dann auch gerade die Stücke. Das ist so, da bin ich dran und da forsche ich auch, wie wirken diese Stücke. Und das ist meine liebste Arbeit überhaupt, wenn ich mich mit Stimmenfeuer beschäftige.